der uns jetzt gleich was berichten wird und mit euch darüber reden wird, über seine Kindheit, über die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus, in der er ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert worden ist. Natürlich möchte ich auch unsere anderen Gäste, Herrn Morath und Herrn Paula, der ist Bundestagsabgeordneter und es ist auch eine ganz große Ehre, dass er heute da sein kann. Die beiden Herren stehen Vereinigungen vor, die uns das ermöglicht haben, dass der Herr Grube heute hier sein kann. Also ein ganz großer Dank geht auch an die beiden Herren und ihre Vereine, die uns das möglich machen. Ja, Herr Grube, es ist uns eine ganz große Ehre und es hat einen unschätzbaren Wert, dass Sie uns hier heute live berichten können, dass dieser schreckliche und sensible Teil der deutschen Geschichte, dass das nicht nur als graue Theorie aus dem Geschichtsbuch ist, sondern dass die Schüler noch die Möglichkeit haben, jemanden kennenzulernen, der ihnen das aus erster Hand berichten kann. Also dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Ja, also ich möchte Sie auch im Namen der RWS als Schulleiter hier ganz herzlich willkommen heißen. Natürlich auch Sie, Herr Morath und Herr Paula. Vielen Dank, dass Sie es ermöglicht haben, hier bei uns zu sein und unseren Schülern eben diesen Kontakt eins zu eins herstellen lassen können. Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres, als eben mit jemandem sprechen zu können über Dinge, die man eigentlich nicht für möglich hält, wenn man es nicht genauer wüsste und besser wüsste. Ich wünsche euch jetzt eine Veranstaltung, die sicher nicht von Freude getragen ist, die uns aber sicher länger bewegen und berühren wird. Ich möchte an Sie übergeben, Herr Grube, vielen Dank. Ja, vielen Dank für so viel Vorschusslorbeeren, möchte ich was sagen. Auch, dass hier kein Irrtum entsteht. Ich bin kein Fotostar, wie das vielleicht der Eindruck sein könnte. Knipsen hier, knipsen da. Ja, ich bin ein ganz einfacher Mensch, würde ich sagen, der 1932 in München geboren ist, als Kind einer jüdischen Mutter und eines nicht-jüdischen Vaters. Ich hatte noch einen 3 Jahre älteren Bruder, habe noch eine 6 Jahre jüngere Schwester. Unsere Mutter stammte aus Hessen, aus Darmstadt, war von Beruf Krankenschwester, stammte aus einem sehr religiösen, orthodox-religiösen jüdischen Elternhaus. Ihr Vater, unser Großvater, war koscherer Metzger, also eine Familie, die weniger vom jüdischen Leben geprägt war, wenn auch diese Familie sehr unterschiedlich in ihrer religiösen Einstellung war. Die Mutter, Krankenschwester, kam nach München, im jüdischen Krankenhaus gearbeitet. Der Vater, Nichtjude, aus Ostpreußen stammend, vom Beruf Malermeister, ging auf Wanderschaft, ging nach München, wurde krank, kam in das jüdische Krankenhaus, wurde von der Schwester Clementine, unserer späteren Mutter, betreut. Das so ein bisschen als Einleitung, die schon, wenn Sie ein bisschen was wissen, schon ein bisschen zeigt, in welche Zeit ich hineingeboren bin. Wir haben als ganz normale bürgerliche Familie in München gelebt, in einem sind dann ein Haus umgezogen, im
Zentrum von München, in der Nähe vom Stachus. Und dieses Haus gehörte der jüdischen Gemeinde. Es waren drei Häuser und neben diesen Häusern stand die Synagoge. Und nun war ja die Zeit nie, dass nun die Nazis 1933 die Macht bekommen haben, geschenkt bekommen, würde ich fast sagen. Ja, und in der Vorzeit ihrer Macht haben sie schon in der Weimarer Republik ihre Vorstellung von Menschenwürde, von Menschenrechten geäußert. Sie haben den Antisemitismus ja nie verheimlicht, im Gegenteil, ihn als ihr Programm dargestellt und auch nicht verschwiegen, dass sie es mit der Demokratie nicht haben und wenn sie an die Macht kommen, sie bestimmen wollen werden. Ja, das ist nun geschehen. In diese Zeit bin ich hineingeboren. Ja, Zentrum München, Ausgrenzung der Juden, Verfolgung der Juden im Rahmen einer einer Gesellschaft. Ja, Gesetze wurden erlassen, Verordnungen wurden erlassen, die den Juden im öffentlichen Dienst die Arbeit genommen haben. Ja, Juden durften in vielen Vereinen nicht mehr sein. Ja, und so hat man diese Diskriminierung und Herabsetzung praktiziert. 1938 ist man dann im Sommer erstmal in München dazu übergegangen, die Symbole des jüdischen Lebens oder ganz konkret die Synagoge zu zerstören. Im Sommer 1938, im Juni, wurde in München, aber nicht nur dort, auch in Augsburg und anderen Städten, die Synagoge als einen wichtigen, für das Judentum, einen wichtigen Ort des Treffens, der Begegnung zu zerstören. Diese Zerstörung der Synagoge hat für unsere Familie nun eine sehr entscheidende Bedeutung. Ich zeige Ihnen ein paar Folien. Das heißt, ich werde einfach meine Ausführungen immer mit einem Folien unterbrechen oder ergänzen, wie Sie das haben wollen. Ja. Und was noch wichtig ist, ich brauche immer irgendwie Begriffe, Fremdwörter oder gängige Begriffe, die Sie vielleicht nicht kennen. Dann unterbrechen Sie mich ruhig. Ja. Sagen Sie mir, ist das lieber, Sie fragen. Und das ist über diese Dinge Klarheit, als dass das so einfach im Hintergrund bleibt. Ich zeige Ihnen jetzt den, wo wir gewohnt haben. Das muss ich mal sehen, dass man das... Wie geht das? Geht es hier aus? Ja, ich muss die Schärfe kriegen. So, ja, danke. Also, Sie sehen hier von Ihnen aus gesehen links die Synagoge und daneben eines der Wohnhäuser, in denen wir haben hier im dritten Stock gewohnt und mit dem Abbruch der Synagoge wurde auch der jüdischen Gemeinde oder uns Juden wurden auch diese Häuser enteignet. Ich sage immer, sie wurden einfach gestohlen. Ja, es gab zwar einen
Kaufvertrag. Ja, das ist jetzt schon die zerstörte Synagoge. Ja. Aber die Judengemeinde hat nie etwas bekommen. Und wir Mieter dieser Wohnungen mussten diese verlassen. Uns wurde im Sommer 1938 von der jüdischen Gemeinde gekündigt, zwangsgekündigt. Wir gehören, oder die Familien, die in diesen Häusern gewohnt haben, gehörten 1938 wohl zu den ersten in München, wenn nicht gar im ganzen Deutschen Reich, die eben aus ihrer Wohnung vertrieben wurden. Wohin? Wohin geht eine Familie? Unsere Tochter, unsere Schwester, die Ruth, ist am 8. Juli 1938 geboren, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch in dieser Wohnung aber schon gekündigt waren. Da wir nicht wussten, wohin, der Vater auch keine neue Wohnung bekommen hat. Ich zeige das einfach nochmal. Vielleicht können Sie sich ein bisschen hineindenken, was es für eine Familie heißt, ausgegrenzt zu sein. Ein neuer Mensch kommt auf die Welt, die Ruth. Ja, das alles ist schon zerstört. Und wir lebten dann noch einige Monate in diesem Haus. Alle anderen waren heraus, Gas, Licht, Wasser wurde gesperrt. Der Vater ist nicht gegangen. Ja, er hat gesagt, wenn ich keine Wohnung habe, kann ich auch nicht raus. Ja, das ging aber dann im November nicht mehr so. Und wir Kinder, wir drei Kinder, sind dann in München, Schwabing, in ein jüdisches Kinderheim gekommen. Was ich Ihnen so sage, ist schon ein Ergebnis der Ablehnung, der Diskriminierung von 1933. Also es sind schon annähernd sechs Jahre vergangen. Und was wir so erlebt haben durch die Nähe zur Synagoge, hat sich dann in dieser ganzen Zeit nun im Reich entwickelt. Also das heißt, eine Zeit, in der noch Juden, weil sie Juden waren, noch nicht in ein Konzentrationslager kamen. Die Menschen, die ins Konzentrationslager kamen, waren die politischen Gegner. Die Kommunisten, die Sozialdemokraten, die Gewerkschaften, später dann auch engagierte Menschen aus dem kirchlichen Bereich, Bonhoeffer, Niemöller, wie sie heißen. Ja. Wir Kinder kamen dann 1938 im Sommer in dieses Heim. Und zwar kamen wir am 8. November 1938 in dieses Heim. Einen Tag vom 9. November. Frage an Sie jetzt. Wissen Sie, was am 9. November 1938 in Deutschland war? Ich habe gehört, Sie sind schon etwas vorbereitet. Sie dürfen sich ruhig trauen. Ja. Die Reichspogromnacht. Und kann das vielleicht noch jemand, vielleicht auch Sie, erklären, was da passiert ist? Also da hat man, was heißt man, die SA, hat nun die Läden von Juden zerstört, hat Immobilien zerstört und vor allen Dingen, es wurden 30.000 jüdische Männer in die Konzentrationslager gebracht. Das war dann der Anfang, nach Dachau, nach Buchenwald,
Sachsenhausen, wenn Sie den Namen kennen. Sie blieben dort je nachdem 2 Monate, 3 Monate, Sie mussten unterschreiben, dass Sie das Land verlassen. Nur dann konnten Sie aus dem Konzentrationslager raus. Ja, das ist so die allgemeine Situation. Ich mit meinen Geschwistern, oder meine Geschwister und ich, wir kamen in dieses Kinderheim. Dazu nur noch eine Bemerkung. Wir sind zu Hause, der Werner, mein älterer Bruder, ich, wir sind zu Hause nicht religiös erzogen worden. Obwohl der Vater Kommunist war, sind wir auch nicht in irgendeiner Weise politisch erzogen worden. Wir waren einfach eine bürgerliche Familie. Ich komme nun in dieses Kinderheim, jüdisches Kinderheim, in einer Zeit der Ausgrenzung, der Diffamierung. Wie läuft das ab? Ja, da spielt natürlich das jüdische Leben, die Religion, die Feste eine große Rolle, wenn man in der Gesellschaft abgelehnt wird, dann schließt man sich eher zusammen. Mann, waren wir Kinder. Wir Kinder, 46. In diesem Kinderheim, ich noch keine 6 Jahre alt, aber dann in der Zeit älter, erlebte jüdisches Leben. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen darlegen, können wir nachher vielleicht noch diskutieren darüber, aber doch nennen so Feste wie Chanukkah und Pesach und Hüttenfest und so. Und das schließt zusammen, das bringt Gemeinschaft. Wir waren verschiedenes Alter, 5 Jahre, 6 Jahre, die Ruth war erst ein paar Monate alt. Älter ein bisschen. Ja. Und für uns war dieses Haus, dieses Heim, diese Betreuung, überhaupt diese Gemeinschaft im Haus, ja, ich sage immer, ein Refugium, ein Fluchtort, eine Atmosphäre des Verstehens und ja, des sich wohlfühlt. Im Heim. Außerhalb des Heimes war es anders. Ja. Außerhalb des Heimes haben die Nazis, nehmen wir diesen Begriff, man könnte auch NSDAP sagen, man könnte auch Faschisten sagen, ich sage jetzt Nazis, den Druck auf uns Juden nach der Reichspogromnacht immer mehr verstärkt. Man hat uns abends nicht mehr aus den Wohnungen, wir durften nicht mehr aus den Wohnungen, Juden durften keine Radios, wir haben keine Haustüre, keine Fahrräder, was halt so zum täglichen Leben gehört. Und Juden mussten zusätzliche Vornamen annehmen. Ernst Grube, ich, hieß ab Januar 39 ungefähr Ernst Israel Grube. Und die Mutter und die Schwester hießen Sarah. Also diese Verordnung hatte natürlich mindestens zwei Absichten. Die eine Absicht war einfach auch das Selbstbewusstsein der jüdischen Menschen weiter zu beschädigen. Man kann sich lebhaft vorstellen, wenn man über Jahre hinweg immer wieder erleben muss, in den verschiedensten Beispielen, dass man einfach nicht mehr dazugehört, für Nachbarn, mit denen man immer zusammengelebt hat,
Wir waren keine Nachbarn mehr. Wir waren Juden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass halt diese jüdischen diese zusätzlichen jüdischen Namen eben die Kontrolle des Staates erleichtert. Und dann, das kennen Sie aus vielen Büchern und Filmen, mussten wir diesen Stern tragen. Einfach so. Geht auf die Straße und hat diesen Stern. Wir Kinder haben uns am Anfang nicht so viel dabei gedacht. Erst wenn wir dann auf der Straße die Begegnungen hatten, wurde das unangenehm und schämt sich oder so. Ja. Die Älteren, die Erwachsenen, für die war das schwierig auch. Ja. Irgendwo ist das ein Prozess. Ja. Am Anfang ist man fast, oder ich, war stolz, naja, wir sind ja Juden. Ja. Und dann kommen diese Begegnungen und man weiß selber nicht mehr, wie man das annehmen soll. Das ist das Persönliche. Das Gesellschaftspolitische sieht anders aus. Also, wir waren nicht nur eine minderwertige Rasse. Wir waren nicht nur Menschen, die die einfach so nicht zu den anderen gehörten, sondern wir waren Feinde. Wer dieses Zeichen trägt, ist ein Feind unseres Volkes. Und das ist dann so die weitere Eskalation. Mit Menschen anderer Rasse kann man ja noch umgehen. Ja, man mag sie zwar nicht, aber sie sind halt da und sie gehören nicht zu uns. Aber jetzt sind wir auch noch Feinde. Feinde, die die Existenz zerstören. Der Sinn des Ganzen, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, Juden zerstören ihre Lebensgrundlage. Juden wollen Krieg. Und so ist das weitergegangen. Der Stern musste ab Oktober 1941 getragen werden. Und die zusätzlichen Schikanen haben sich dann erweitert in die Richtung, dass man das Mietgesetz für Juden als nicht gültig entschieden hat. Das heißt, die Nazis haben gesagt, haben verkündet, es ist den Arien, wie die Nicht-Juden genannt wurden, nicht zuzumuten, mit Juden unter einem Dach zu wohnen. Das heißt, wir, die Familie Grube, wir Kinder, die Eltern, die ein Zimmer in Untermiete dann hatten, wir sind 1938 aus unserer Wohnung entfernt war. Jetzt ging das über die ganze Nation.
Juden haben kein Recht auf Wohnraum. Wohin damit? Gab es verschiedene Möglichkeiten. Es gab noch Juden, die ein Haus oder die eine Immobilie hatten, sagen wir das so. Waren noch wenige, aber es waren sogenannte Judenhäuser. Dort konnten einzelne Juden, die aus ihrer Wohnung raus mussten, unterkommen. Aber die Mehrzahl, die große, große Mehrzahl hatte das nicht. Also hat man, haben die Nazis, im Norden von München ein Barackenlager gebaut und im Osten von München in einem Kloster der Barmherzigen Schwester haben sie ein Gebäude beschlagnahmt und da kamen die Menschen rein. In Milbertshofen, das war der Hauptort, ich zeige Ihnen ein paar Bilder, da wurden die Juden noch nicht wir waren ja noch im Heim, wurden die Juden eingewiesen, oder wie man sagt, hineingezwungen. Ja. Sie sehen hier, ja, einfach so zwei Leute, die auf einem Wagen hier kommen. Sie sehen die Matratzen. Ich muss das etwas genauer zusammenlegen, weil ich den Vortrag in 2 Stunden nochmal halte. Und, ja. Und jetzt geht es einfach darum, dass sie diese Erniedrigung erfassen. Ich zeige Ihnen immer noch nicht die Deportation. Diese Menschen, die Sie hier sehen, haben bürgerlich gelebt, mit Küche, mit Wohnzimmer, mit Vorhängen, mit schönem Geschirr. Viele Juden waren ja nicht arm. Und jetzt kommen sie in ein Barackenlager. Ja, auf einem Areal, einem kleinen Areal, da werden auch zu Baracken hingestellt im Milbertshofen. Dann gibt es eine Latrine, gibt es einen Waschraum. Und da muss man rein, eben. Juli, August 1941. Mitnehmen durfte man nichts, konnte man ja auch nicht. Man konnte sein Teppich, sein Geschirr und alles, was man hatte, ja nicht mitnehmen. Man durfte mitnehmen, was man tragen konnte. Und was man so mitnehmen konnte, ein bisschen Schmuck, ja. Hier kann man sehen, dass der Pelz hat oben. Ja. Aber sonst war das aus. Im Juli, August 1941. Ich zeige Ihnen noch ein Bild, wenn ich es finde, vom Innenraum. Nochmal, 1941, ja, in München, nicht irgendwo im besetzten Polen, oder da kommen wir noch drauf. Ja. Das war im Sommer 1941. Im Herbst wird das anders. Ja. Im Herbst wird dieses Lager Milbertshofen
zu einem Durchgangslager. Zu einem Durchgangslager für die erste Deportation von 1000, später noch andere Juden aus München. Und es ist wohl so, dass dieses Lager von Haus aus gedacht war als ein Lager für die Deportation. Dass man zwar erstmal von der Wohnungsgeschichte das gemacht hat, ja, und jetzt am 20. November 1941 die erste Deportation. Sie sehen hier Bilder in der Früh um 4 müssen diese Menschen aus dem Lager raus. Sie müssen zu einem nahegelegenen Güterbahnhof. Und an diesem Güterbahnhof steht die SS, steht die Gestapo, stehen die Beamten der Reichsbahn. 1000 Juden werden deportiert. Was ist mit unserem Heim? Kinderheim. 46 Kinder sind in diesem Heim. Was haben die mit dieser Deportation zu tun? Sie leben ja da ganz schön zusammen. 23 Kinder, das heißt die Hälfte, müssen mit diesem Transport der 1000 Juden aus München mit. Sie bekommen einige Tage vorher die Aufforderung, sich für den 20. November, und ich spreche immer von 1941, bereit zu halten. Das ist so. Und sie werden abgeholt. Für uns, und ich habe Ihnen ja so ganz kurz vermitteln wollen, diese Gemeinschaft, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind jüdische Kinder und diese Gemeinschaft war nun zerstört, gebrochen. Die Atmosphäre war keine fröhliche mehr in dem Heim, keine zufriedene mehr. Es war die Atmosphäre der Hinterbliebenen, die nicht wussten, wann sie drankommen. Die natürlich, wir natürlich nicht wussten, wohin das ging. Und auch nicht wussten, dass es in den Tod ging. Das wussten wir natürlich nicht. Aber die jahrelangen Erlebnisse außerhalb des Heims, die jahrelangen Ausgrenzungen, die wir kannten, und auch die Erzählungen, die Stimmungen, die sagten uns, das kann nur etwas Furchtbares sein. Wohin ging diese Reise, diese Deportation? Wenn ich Deportation sage, wissen Sie, von was ich rede, ja? Also Transport. Sie ging nach Litauen. Das müssen Sie umdrehen, ja. Ah ja, danke. Sie ging nach Litauen. Die Sowjetunion wurde am 22. Juni 1941 überfallen. Zuerst war Polen dran, 1939. Ja. Und jetzt hatten die Nazis genügend Platz, um ihre Vernichtungspolitik gegenüber uns Juden und auch Sinti und Roma durchzuführen. Und der Transport ging nach Litauen, er ging nach Kaunas, Komno auf Litauen. Und wir wissen, wir haben das
sehr früh nach der Befreiung erfahren, dass diese Menschen eigentlich keinen Tag mehr dort lebten. Sie kamen dort an und wurden, in Kaunas gibt es Festungen aus der Zarenzeit, und in diesen Festungen wurden sie in Fort 9 ganz konkret alle erschossen. Eine Mordorgie, die in diesem Gebiet schon seit dem Überfall der deutschen Wehrmacht durchgeführt wurde. Die ansässigen lettischen Juden, an die 200.000, wurden in Ghettos gesperrt und von diesen Ghettos in sogenannten Aktionen von den, sage ich, Faschisten rausgeholt und umgebracht. Und in diese Mordorgie kamen unsere Freunde aus München und aus dem Kinderheim. Ich zeige Ihnen mal, ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Ich war mit meiner Frau vor 1,5 Jahren in Kaunas. Es gibt ein Museum, und in dem Museum wird gezeigt, ja, man kann es schon sehen. Ja. Also da sind die Menschen, die Juden, die lettischen, die litauischen Juden, ja, die in Kaunas in Ghettos gesperrt wurden und aufgefordert wurden, ja, zu dieser Festung, zu diesem Fort 9 zu gehen. Das ist ihr letzter Gang. Ja. Ungefähr 1 bis 1,5 Kilometer. Nun ist es ja üblich gewesen, dass die Verantwortlichen solcher Geschehen einen Bericht machen. Und der Leiter der SS, ein gewisser Karl Jäger, macht einen Bericht an das Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Dieser Bericht hat 10 Seiten. Ich zeige Ihnen die Seite 5. Da sehen Sie in der Mitte Monat November. Da sehen Sie unter anderem den 25.11.41. Umsiedler aus Berlin, München und Frankfurt. Sie sehen die Zahl 2.934 Erfolgsmeldungen umgebracht. Und das weiterzuzeigen, rechts die Zahlen der umgebrachten Menschen mit 99.804. Es geht eigentlich gar nicht immer um Zahlen. 6 Millionen umgebracht, 5 Millionen, wer weiß. Es geht um die Dimension, um diese Ungeheuerlichkeit des Ganzen. Wie lange habe ich Zeit? Also Sie haben noch 45 Minuten jetzt. Ja. Ich will ja auch, dass wir noch ein bisschen reden. Ja. Aber es ist einfach, diese Zusammenhänge, glaube ich, ich will Ihnen das vermitteln. Das sind 70 Jahre her. Sie können das nicht wissen. Ja, wissen vielleicht schon, das will ich Ihnen ja jetzt vermitteln. Aber doch, die Wissen ist das eine, aber die Verbindungen zu schaffen, ist das andere.
Ja. Die Frage ist, warum wir Grubekinder nicht deportiert werden, noch nicht deportiert werden. Wir kamen in zwei Lager in München, wir wurden aus der Wohnung geschmissen, wir mussten den Stern tragen, jüdische Kinder durften nicht in die Schule gehen. Ich habe 4 Jahre keine Schule besucht. Die ersten 2 Jahre auch nur eine jüdische Rumpfschule. Ja, also all das war auch uns Kinder einer Mischehe, hat auch für uns gekommen. Ja. Das alles konnten wir nur in dieser Zeit überleben, weil sich der Vater nicht scheiden hat. Nach Bestimmungen der Nürnberger Gesetze, die ich jetzt nicht erklären will, aus Zeitmangel, hatten Juden aus Mischehen eine Schonfrist und nicht mehr. Es war nicht so, dass man nur die Juden aus keinen, aus jüdischen Ehen umgebracht hat. Mit denen hat man angefangen. Das Ziel war, die jüdische Rasse auszurotten. Und die jüdische Rasse wurde bestimmt nicht nach Glauben, nach Religiosität, sondern nach Abstammung. Waren die Eltern Juden, waren die Großeltern Juden, waren die Urgroßeltern Juden und. Wir wurden nur zurückgestellt. Hätte sich der Vater scheiden lassen, wären wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit mit der Mutter sehr früh deportiert worden. Der Vater, die Mutter, aus Darmstadt stammend, hatte 3 Schwestern. Diese 3 Schwestern waren mit jüdischen Männern verheiratet, lebten in Stuttgart, in Darmstadt. Nur so, dass das einfach als Personen wirken. Lebten in Reichelsheim und wurden deportiert auf Transport nach Riga, nach Piask, nach Izbica. Ich zeige Ihnen das noch. Ich zeige Ihnen das am Beispiel der Tante Erna. Das heißt, die Onkel und Tanten, Schwestern und Schwäger meiner Mutter, deren Kinder wurden 1942 deportiert. Das ist die Tante Erna. Und Sie sehen hier Zwillinge, Manasse, Abraham, 4 Jahre alt. Was Sie nicht sehen, ist das Bild von der Bella Behrendt, die erst im März 1942 geboren wurde. Und alle diese Menschen kamen auf den Spot, wurden deportiert im April 1942. Wohin? Ich weiß nicht, inwieweit Sie das so territorial kennen. Ich habe Ihnen ja jetzt schon Litauen gezeigt. Das ist eine Skizze, muss ich sagen, aus dem Zentrum des besetzten Polen. Die Nazis haben das Generalgouvernement genannt. Und
in diesem Generalgouvernement wollten sie germanisieren. Das heißt, das Ziel der Nazis war, in großen Teilen Polens deutsche Familien, deutsche Bauern, deutsche Arbeiter mit ihren Kindern und so anzusiedeln. Und um dies zu erreichen, musste man die polnische Bevölkerung aus diesen Gebieten entfernen, beziehungsweise einen Teil dieser Bevölkerung mehr oder weniger als Sklaven, als Zuarbeiter zu sehen. Die jüdischen Polen, die Polen jüdischer Abstammung, jüdischen Glaubens, hat man in die Ghettos gebracht, alle. Was Sie hier sehen, ist eine Skizze von Lublin. Lublin war die Hauptstadt, Hauptstadt. Ja. Dort hatte man in der Nähe ein Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek. Ja. Von Lublin aus wurden mehr als 30.000 Juden nach Majdanek gebracht. Und die anderen aus dem ganzen Gebiet dieses Generalgouvernements wurden in diese Städte, Kleinstädte, Dörfer gebracht. Sie können das lesen, das ist hier ganz gut. Rachelm und Traveniki, vielleicht ist Ihnen der Begriff Traveniki ein bisschen im Ohr, der wird öfters genannt. Zamosch und so weiter. Hier in diese kleinen Städte wurden die polnischen Juden eingewiesen, hingebracht, eingesperrt, obwohl es bei den meisten keinen Zaun gab. Und in zwei von diesen Städten kamen die Juden aus Mitteleuropa, vorwiegend aus Slowenien und aus dem damaligen Deutschen Reich. Und unsere Verwandten, unsere Onkel, die Tante Erna mit ihren Kindern, kam in das Ghetto Izbica. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie sahen Städte damals aus? Wie hat man dort gelebt? In diesen Städten gab es kaum Infrastruktur. Und als diese Städte zu Ghettos für polnische und in Einzelfällen deutsche Juden umfunktioniert wurden, kamen so viele Menschen dorthin, dass die vorhandenen Häuser, Bruchbuden, würde ich fast sagen, gar nicht in der Lage waren, diese Menschen normal aufzunehmen, sodass in der Regel 15, 20 Leute in einem Raum wohnen. Was geschieht dann in dieser Enge? Streitet sich. Man hat keine Waschgelegenheit. Man hat fast nichts zu essen. Es gibt keine Schule, es gibt kein Krankenhaus, es gibt keine ärztliche Versorgung. Es gibt kaum was zum Anziehen. Februar, März 1942. Diese Ghettos, die Bedeutung der Ghettos, wird heute noch viel zu wenig herausgestellt.
wir reden von den Konzentrationslagern, von dem Furchtbaren, was dort passiert ist, von der großen Zahl der Menschen, die dort umgebracht wurden. In den Ghettos war es noch schlimmer. Die KZ-Häftlinge waren in den Lagern, da sie politische Gegner waren. Die Nazis haben sie, alle die missliebig waren, ob in Deutschland selber oder auch während der Kriegszeit, da sind ja Hunderttausende in die Konzentrationslager gekommen. Man brauchte sie zum Arbeiten. Man hat sie auch umgebracht. Und Dachau sind von 220.000 etwa 40.000 umgekommen. Der Unterschied, wenn man das so sagen will, ist, dass nun die Juden in den Ghettos nicht umgebracht wurden, weil sie Gegner waren. Kinder, Greise. Ja. Sie wurden hingebracht, um sie zu vernichten. Von Haus aus war der Plan, Juden dürfen nicht überleben, Juden müssen als Rasse vernichtet werden. Und so hat man die Zustände in diesen Ghettos gelassen, gemacht. Ich könnte viel darüber sagen. Nur eines. Wir waren wieder auf dieser Reise, von der ich schon im Zusammenhang mit Kaunas gesprochen habe, in diesem Gebiet. Meine Frau und ich, es war noch ein Künstler dabei und eine Journalistin des Bayerischen Rundfunks. Wir waren an diesem Ort. Sind natürlich nicht mehr so wie heute. Es gibt noch so kleine Nischen, wo man das erkennt, wo man das sieht. Das heißt sehen, man sieht nur die Verwahrlosung noch in diesen kleinen Nischen. Es gibt auch so kleine Gärtchen, die ein bisschen gepflegt sind, weil sich ein paar Bürger darum kümmern. Und wir waren in Belzec. Belzec gehört hier zu den Vernichtungslagern. Alle Menschen, alle Juden in diesen Gebieten und mehr wurden in Belzec umgebracht. Durch Autogas erschossen. Sie kennen ein paar Namen, Auschwitz-Birkenau. Vielleicht kennen Sie noch Sobibor. Belzec ist auch eines. Das ist die. Oh, Entschuldigung. Gedenkstätte gibt es seit 5-6 Jahren. Was Sie hier sehen an den dunklen Feldern, die geteilt werden durch diesen Weg, diese dunklen Felder bedecken 33 Massengräber. Was man noch gefunden hat in Forschungen, in Ausgrabungen. In der Mitte dieser Gang. Und am Ende dieses Gangs sehen Sie so eine weiße Mauer. Dort ist in Hebräisch Schrift,
Und gegenüber dieser Mauer ist eine Wand. Und dort sind die Vornamen all der jüdischen Menschen, die in diesem Gebiet, in diesem Ort umgebracht wurden. Wir sind dort, ich bin dort. Ja, schauen auch die Namen, die sind alle dort, auch die meiner Verwandten. Ich bringe das auch deshalb, weil so dieses Persönliche eine Seite ist und das Gesamte, das geht es. Menschen werden ausgegrenzt und vernichtet, ja, weil sie nicht in das Bild der Herrschenden passen. Ja. Wenn ich das so sage, dann komme ich nicht ganz drum rum, an das Heute zu denken. Kein Vergleich. Kann man nicht. Ist nicht möglich. Ja. Aber Parallelen kann man schon. Ausgrenzen. Menschen, die nicht zu uns gehören. Menschen, die im Elend sind, die aufgrund ihrer Verhältnisse zu Hause zu uns kommen. Ich will das nicht vertiefen jetzt. Ja. Aber so ganz sind diese Parallelen, darf man sie nicht übersehen. Auch dazu, wenn gesagt wird, aus der Geschichte lernen. Zu uns, Grubekinder, München. Wir waren bis im Frühjahr 1943 in diesen Lagern, erst im Kinderheim. Dann kamen wir nach Wilmershofen. Wilmershofen wurde aufgelöst, kamen nach Berg am Laim in das Kloster, wo ich gesagt habe, immer wieder getrennt von den Eltern. Zwar nicht so dieser Perspektive, die ich geschildert habe. Wir waren immer noch eine, zwar ausgegrenzt, so, aber wir konnten noch leben. Die meisten konnten das nicht mehr. Ja. Und so sind immer mehr Juden deportiert worden, kamen weg, sodass diese beiden Lager sich nicht mehr rentierten. Und die wenigen, die noch dort lebten, so wie wir Kinder, wir kamen zu unserem Ding. Lager wurde aufgelöst und wir kamen zu unseren Eltern. 1943 im März. Wir kamen in die Innenstadt von München und neben all den Dingen, die ich so ein bisschen erzählt habe, über die es viel mehr zu sagen gäbe, kommt noch der Krieg. Der Krieg als das furchtbarste aller Übel, würde ich heute sagen. Und es kamen die Bombenangriffe, und es kamen die Verbote, dass Juden mit Nichtjuden in einen Luftschutzkeller durften. Wir wurden mehrmals ausgebombt. Zeit verging. Es kam der Februar 1945 und unsere Hoffnung, dass wir in kein Lager mehr kommen, hatte sich zerschlagen. Im Februar 1945 bekommt unsere Mutter dieses Schreiben. Sie sehen,
Clementine Sarah Grube, geboren in wohnhaft in arbeitet bei der Firma Brettschneider, Zwangsarbeit. Ja. Und sie müssen sich am 20. Februar in der Gestapo im Wittelsbacher Palais einfinden. Haben wir uns nicht eingefunden? Wir wurden dann abgeholt. Ja. Wir haben in der Innenstadt von München ausgebombt, so zwei Zimmer gehabt. Ja, wir drei Kinder und die Mutter gingen dann zur Gestapo-Stelle und wurden noch am gleichen Tag nach Theresienstadt deportiert. Theresienstadt, wie Sie sehen, ist